So, was geht Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Dann machen wir mal weiter und gehen zu unserer Crew. So, ich glaube wir mussten hier oben lang, ja? Sie wollen zu uns. Na dann, los gehen wir. Oh, was soll das denn? Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Das sieht aber schon geil aus, muss ich ehrlich sagen. Erinnert mich ein bisschen an Cyberpunk, aber auch nur ein bisschen. So, wo müssen wir lang? Was sagt die Karte da vorne? Runter oder was? Wie kriegen wir dich darüber? Also das mit einer Seilbahn. Ah, nee. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Geil. Ohne BD wäre ich nix. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Ich hoffe, wir bekommen auch ein Jetpack. Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Ja, das stimmt. Die Suche nach uns. Besser nach uns als der Yacht, oder? Ich will's eigentlich nicht probieren. Ne, geht auch nicht. Na dann komm. Oh. Perfekt. Wer braucht schon ein Jetpack? Ach komm. Rede nicht. Ein Jetpack wäre schon praktisch. Kerl will es einfach nur noch nicht zugeben. Siehst du das Kabel? Schon dabei. Oh. So. Eimerköpfe unter uns. Können sie nicht umgehen. Daneben mittendurch. Bereit, wenn du es bist, Kerstes. Würde ich auch sagen. Dann können die doch erledigen, oder nicht? Feindkontakt! Wir können die nicht stoppen! Such dir nach uns? Jetzt müssen wir wohl kämpfen! Ja. Ich hab's geschafft! Gut gemacht. Du auch? Mit dem Terminal können wir den auch. So schön raus, so nicht. Marsch. Sollten Sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Oh. Halte und drück dann. Jetzt! Wir lassen uns nicht in die Flucht schlagen. Ich brauche eine Sekunde. Mach dein Ding. Nur einen Moment. Okay, du kannst kämpfen. Ich kann navigieren. Ja, du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppe. Super. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Verzeichnishelfer dabei, den Warenfluss auf dem Planeten zu organisieren und zu visualisieren. Cool. Machen wir eine Pause. So,
Fertig? Fähigkeitspunkt habe ich ja noch nicht. Ist hier noch was? Irgendwie nicht. Dann gehen wir mal. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Heute ist es schon gefährlich, nur draußen zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Diese Tür natürlich bewegt sich nicht. Immer sind alle Türen verschlossen. Apropos Ärger, wir sollten der Patrouille ausweichen. In Ordnung. Das können wir doch auch erledigen. Gegner in der Nähe. Und zack. Ich hasse Suchtdroiden. Habe ihn im Blick. Ich kann gar nichts hinsehen. Ich bin bei dir, Kerl. Was ist das? Du solltest dich heilen, Cassis. Wirf ihn her. Ja, was soll das denn? Zielung? Nirgendwo? Achso. Na gut, ne? Nein. Es soll irgendeinen Notfall auf Ebene 2034 geben. Skyline-Unfall. Sie sagen, es könnten Terroristen gewesen sein. Ah, natürlich. Ich komme! Das ist ja nur einer. So. Wo geht's lang da hinten? Lass uns umkehren. Ja. Natürlich geht die Tür auch nicht auf. Was denn sonst? Und noch mehr von denen. Super. Und tschüss. Das ist jetzt nicht geplant, aber... Gesichert! Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Halte ich jetzt Befehle von einem Droiden. Das brauche ich nicht. Um da auch zu kommen. Der Imperator hat den Jedi-Tempel zu seinem Palast gemacht. Ach so. Ja, das kann das Imperium machen. Ich dachte schon, ich spring jetzt hier runter. Nimm etwas, was du liebst, und mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragen kannst. Und einmal hier rum. Wie lange hast du mit Saw Gerrera gearbeitet? Nicht lange. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Die Kombination öffnet viele Türen. Dem Kran dort könnten wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Ein Jedi hier? Das muss ein Streich sein, richtig? Wir haben einen Kampf vor uns, Kerl. Achso. Bin bereit, wenn du... Oh,
Alles klar, tanz! Ich will noch mehr Action. Wer ist der Nächste? Hab langsam aber nicht mehr so viel Leben. Oh. Achso. Ja gut. Hier kann ich bestimmt nicht rein, ne? Warum auch? Ich kriege die Hälfte, oder? Nö. Das brauche ich für mich selber. Oh nein. Sicherheitstraining. Natürlich. Darauf habe ich mich gefreut. Anfang des Kampfes so viel Leben. Natürlich kann das nur schief gehen. So. Nicht was. Das heißt, wir müssen darüber. Wir haben wieder Gesellschaft. Nein. Untersucht wurde. Hey, komm. Stimmt. Gute Aktion, BD. Hier. Und müsste gleich wieder beim Kampf sein. Also das mit den Speicherpunkten ist schon ziemlich anstrengend hier in dem Spiel. Im Vorgänger ja auch schon. Und wo muss ich? Achso. Weil wenn du nicht speicherst, da geht so viel dann verloren und dann musst du alles wieder von vorne machen.
Sekunden, warte. Position des Gegners aufgewacht. Fährt los. Du bist okay. Hey. Scanner ist aufgewacht. Erlaubt mich vorher da sehen. Glaube ich nicht. Der Typ mochte dich wirklich nicht. Ich glaube, von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Da komme ich schon wieder hin. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast alleine ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Und die Mutter? Ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Ja, man schlägt sich durch. Das Kletterkabel hält. Gut, ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Ja, es scheint praktisch zu sein. Aber deutsche Übersetzung, Kredit, nicht Credits. Wir können mit dem Terminal die Plakatwand drehen. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Hoffentlich ist die Kurve wohl auf. Wenn Gap sich langweilt, wird sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Zu gut. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Ja. Warum kann ich das nicht benutzen? So. Bravo, Wein. Geringe Reichweite deswegen. Ex-Militär, das erklärt einiges. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Coop und List begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Ja, das ist super. Ey, nein. Ich fühle mich nicht gut, BD. Wir können uns einmal ausruhen und die Kraft aufladen. Ordentliche Crewcastes. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollte er meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Das Ding ist ehrlich ziemlich praktisch. Gefällt mir. Ja, schön dich zu sehen. Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß?
Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig. War gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gabs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Hast du geklopft? Batista! Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen ausgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Gut. Zwillinge, bringt Cal über diese Kluft. Das klingt nach einem Plan. Was soll ich tun? Du hast ein Jetpack. Gute Arbeit, Jungs. Danke euch. Gehen wir mal noch ein bisschen. Bravo sagt, ihr werdet immer noch gesucht. Okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auf Syndikatstatus achten, bevor ihr ein... Hey, Cal, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Zwei Streben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Medikraft. Ich denke, das kriege ich hin. Natürlich bekommen wir das dann. Wir sind hey, Cal. Ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Wir sind immerhin Cal. Erster Streben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Nix. Bin dabei. Gut, lest ihr besser. Vorsichtig. Ah, Carida, habt ihr den Arsch gerettet? Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll, ich hab ihn für dich gelockert. Ach so. Übel, ja. Danke. Spring rüber, wir ziehen sie runter. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Hey. Natürlich hätte ich das niemals ohne ihn geschafft. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Zeig mal her. Oder mussten wir noch nicht rein? Ne, mit dir kann ich nicht reden, das ist... So, dann holen wir uns mal den Senator. Der Typ ist wahrscheinlich allein. Mach dich bereit, nur für den Fall. Kommt durch diese Tür und meine Elitewachen töten euch. Lasst ihr bereit machen. Natürlich. Los, Kestis. Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Drücke R1, um den Charakteren mit einem Indikator über ihrem Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Vertrauen? Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. Das ist so geil.
Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Genommen. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob Sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Haben wir, was wir brauchen? Ja. Bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Ja. Was hast du zu sagen? Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende. Für Familienausflüge. Schön. Du Spielverderber. Haben wir einen Plan für den Senator? Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Was hast du zu sagen, Senator? Lasst mich gehen, sonst werden eure Freunde leiden. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Dafür werdet ihr bezahlen, Cal Kestis. Mit Sicherheit. Oh. Was dagegen, wenn ich mir mal kurz Sajans Terminal ansehe? Vielleicht hat der Senator ja noch irgendwas, das wir verwenden können. Und mit wir meinst du Schmutz, den du für ein paar Kredits verkaufen kannst? Man kann für eine gerechte Sache kämpfen und trotzdem seinen Anteil bekommen, Kel. So ist dieser Krieg nun mal. Nächstes Mal vielleicht. Okay, aber du zahlst das Essen. Und die Zwillinge verhungern gleich. Ich hätte noch was zu sagen. Naja.